Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Ich werde mir mal ganz kurz, nein, das ist falsch, den Helix-Glitch hier markieren. Weil ich wissen möchte, was ein Helix-Glitch überhaupt ist. Und eigentlich könnte ich per Schnellreise zum Turm gehen, weil dann bin ich auch viel... Nee, doch. Ja, doch, kann ich machen. Ja, doch. Machen wir mal eben. Weil dann bin ich trotz alledem schneller. Dann wollen wir doch mal schauen. 1777. Aveline de Grandpré verzichtet... Was? Vernichtet die Templer in Louisiana und stößt auf ein Artefakt, das eine Botschaft von Eva beinhaltet. Haben wir natürlich gesehen. Ja, könnt ihr euch Liberation bei mir angucken und dann wisst ihr Bescheid, was da abgegangen ist. Obwohl das Spiel nicht so gut war, finde ich. Aber egal. So, hier sind wir. Runterspringen. Ist der Helix-Glitch jetzt wieder unmarkiert? Das finde ich ein bisschen dumm. Warum ist das unmarkiert? Nur weil ich eine Schnellreise mache. Verändern sich da irgendwie jetzt... Alter, willst du mich verarschen? Was zur Hölle? Ey, ohne Spaß, das ist voll dumm. Alter, hör doch mal auf mit dem Scheiß. Markiere mal einfach den Glitch, ey. Meine Güte, was soll denn das? So, jetzt müssen wir uns angucken, was dieser Glitch da ist. Interessiert mich nämlich. Und dann werden wir mit Jacob... Oder? Ah, wobei, nee, das ist eine Hauptmission. Müssen wir, glaube ich, gar nicht unbedingt mit Jacob machen. Ich weiß auch nicht, ob ich mich vorher entscheiden muss, mit wem ich das machen will. Weg da, geknutscht wird woanders, ja. Ah. Was ist das? Kriegen wir da Helix-Punkte? Zum Glück ist ja... Ich glaube, Ingame-Verkäufe gibt es nicht mehr. Sehr gut. Die Kritik mussten die sich ja halt auch mal gefallen lassen. So, haben wir. Was ist das? Einfach ein Helix-Glitch. Was der macht? Keine Ahnung. Ist auch nicht so wichtig. Hier ist eine Truhe noch. Ja, komm, da gehen wir auch mal schnell hin. Ah, nee, Truhen können wir nicht öffnen. Ist auch eigentlich egal. Wir werden jetzt die nächste Mission anfangen und wir werden die trotzdem mit... Ach, ich spiele mit Eevee. Ich bin jetzt gerade mit ihr unterwegs. Also, warum nicht? So, ist aber noch ein bisschen weiter weg. Ah, warte mal, hier haben wir einen Shop, ne? Hier haben wir doch ein Geschäft. Da könnte man theoretisch mal rein, mal gucken, was die so verkaufen für Fusel und so. Schauen wir doch einfach mal. Ah, oh, fuck. Da hat es keinen Bock, gegen die zu kämpfen, wenn ich ehrlich bin. Weil wir haben ja eigentlich was zu tun. So, ciao. Ja, ich bin da unten. Tschüss. Lutscher. Da ist Jacob eh da. Die Zwillinge suchen in einer Nebengasse in Whitechapel nach Sergeant Frederick Abeline. Na dann suchen wir mal. Ah, okay, dann wird immer die Zeit auch umgestellt. Naja, wir haben es versucht. Ich weiß vielleicht ein wenig über den fabelhaften Kerl, von dem Sie gesprochen haben. Was soll das? Bei Gott! Wollen Sie mich auffliegen lassen? Was? Sergeant Abeline, zu Ihren Diensten. Sie müssen die Frey-Zwillinge sein, die Green erwähnte. Ich hatte gedacht, Sie wären ein Polizist. Und ich dachte, Sie wären diskreter. Henry Green sagte, Sie könnten uns helfen, unerkannt zu bleiben. Ich sag Ihnen, wie das läuft. Ich gebe Ihnen die Namen krimineller Gangmitglieder. Sie bringen sie zurück zu mir. Unauffällig. Oh, so unauffällig wie eine alte Lady. Eine sehr haarige, komische alte Lady, die aussieht wie ein Polizist. Ja, die hat halt starken Bartwuchs. Ich meine, das gibt's ja auch bei Frauen. Das ist total normal halt. Nun, was Sie auch tun... Bleiben Sie innerhalb der Grenzen der Gesetze. Mir zuliebe. Okay. So. Wir wechseln mal. Nähern Sie sich dem Ziel von hinten und bringen Sie es zum Reden. Dann bringen Sie es zu meiner Kutsche. Ah, du rede mal weiter. Wir können neue Fähigkeiten kaufen. Machen wir mal eben. Puh, ist die Frage, ja, ich kaufe mal das hier und ich kaufe, ich weiß halt nicht, wie viel man benötigt, aber hier wird man wahrscheinlich dann auch zwei brauchen. Okay, hier brauchst du schon vier. What the fuck? Was ist das hier? Sechs, ja klar.
kein Problem. Warte mal, das war Plündern? Nee, Beute-Takedown, das hat Evie ja schon. Dann quälen wir gewöhnliche Herstellungsmaterial. Oh, das ist gut. Das ist eigentlich gar nicht mal schlecht, ne? Kaufen wir mal eben. Oder kaufen. Das ist voll dumm. Du kaufst ja die Fähigkeiten nicht. In dem Sinne. So, egal. Gefangen nehmen. Drücken Sie B, wenn Sie unentdeckt hinter einem Gegner stehen, um ihn gefangen zu nehmen. Bewegen Sie sich in der Nähe von Gegnern langsam mit L, um Ihren Entdeckungsradius zu verringern. Bewegen Sie sich schneller mit RT, fällt es Ihren Gegnern leichter, Sie zu entdecken. Drücken Sie B, um eine gefangene Person in eine geschlossene Kutsche zu stoßen. Okay, wissen wir Bescheid. Nehmen Sie das Erinnerungsziel gefangen und bringen Sie es zum Übergabepunkt. Aber da steht RAM. Achso, RAM wahrscheinlich, damit ich den erstmal Ruhe habe. Damit ich den erstmal Ruhe habe, genau. Ach, du siehst mich nicht. Halt die Schnauze. Keine Zeit für so einen Quark, ja? Ich muss da jemanden verfolgen. Ja, aber ich muss doch wieder hier... Wie wird verlassen? Hä? Bist du doof? Spiel, bist du dumm? Ich muss doch den da verfolgen. Halt einer diesen Penner auf! Total schnell so, jetzt komm mal her. Warum muss ich den rammen? So, komm. Ups. Was? Hier ist kein Killer. Der lebt doch noch, so alles gut, er bleibt immer geschmeidig. Wo muss ich den jetzt hinbringen, den Typen? Hier ist doch gar keiner tot, bleibt immer geschmeidig, Junge. Wo muss ich den jetzt hinbringen? Wo soll der hin, meine Fresse? Ich glaube, ich sollte den noch gar nicht bewusstlos schlagen. Ach, da hinten. Ja, na klar. Machen wir einfach 350 Meter weit weg, ist doch kein Problem. Wie soll ich denn den unauffällig zu dir hinbringen, du Lutscher? Meine Fresse, du bist ja ein toller Verkleidertyp. Ja, wird betreten. Nee, ich will nicht hier lang. Ich gehe lieber hier außen rum. Muss ich den jetzt echt da hinbringen? Really? Wie soll das funktionieren? Wie? Boah, zum Glück spiele ich das nicht auf Englisch. Wenn ich das hier auf Englisch spielen würde, ganz ehrlich, ich würde mich alle Nase lang nur darüber aufregen, dass ich die englische Sprache nicht so, also die britische Aussprache nicht so mag. Ist das hier überhaupt? Ich weiß das gar nicht. Ja, was ist das? Soll ich den hier hinbringen? Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Kein Plan, Mann, kein Plan. Ich bringe ihn jetzt einfach da hinten hin. Obwohl ich nicht weiß, wie das unauffällig sein soll, aber okay. Ey, ja, immer mit der Ruhe, das ist mein Freund, der hat zu viel gesoffen. Boah, Alter. Lass mich denn nur mal eben ablegen, was ist denn los mit dir? Ey, unglaublich, ne? Au. Arschkeks. Kann man die irgendwie auch wieder wach kriegen? Ich glaube, das war falsch. Ich sollte ihn wahrscheinlich echt eher rammen, um ihn gefangen nehmen zu können, aber gut. Alter, what the? Holy fuck! Ich bin tot. Okay, ich glaube, wir dürfen das Ganze gleich nochmal probieren. Ist ja kein Problem. Ist ja überhaupt kein Problem. Das ist ja voll blöd. Blöd, 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 blöd. So, muss ich wieder von Anfang anfangen? Ich will's doch hoffen. Kann ich mich gleich mal gucken, wie das hier funktioniert mit dem RAM? Oh, hi. Okay. So, hier haben wir den... Ach so, ach, der hat mich gesehen, deswegen ist der abgehauen, oder? Nee, er kann mich nicht gesehen haben. Ich war doch irgendwo oben drauf auf dem Dach. Hä? So, den gefangen nehmen. Homer Dalton. Der Abschluss dieser Herausforderung gibt zu sich Geld und EP Zielleben zurückbringen. Alles klar. Wie soll ich das bitte machen? Das ist nicht ganz so einfach. Ist wieder Zeit für die Miete. Okay, der geht da gerade weg. Das ist ja cool. Ich mach meine übliche Runde. Die Miete ist fällig. Ich bin mir nicht sicher, wie das funktionieren soll. Du bezahlen.
Er muss auch jetzt sich umdrehen, weil sonst sieht er mich. Das ist ein bisschen blöd. Halt einer diesen Penner auf! Komm, bleib einfach stehen. Nicht abhauen. Halt einer diesen Penner auf! Also muss ich halt gucken. Aber er hat schon mal Respekt, weißt du, er hat schon mal nicht ab, das ist sehr gut. Ist auch besser für ihn. Ja, das Kampfsystem ist auf jeden Fall besser als in Unity. Macht mehr Spaß zu kämpfen. So, ciao, Junge. Ja, nimm ihn nur gefangen. Nein, 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 du sitzt. Ah. Verpiss dich! Lass mich! Na. Ui! Ja, du bist auch so. Ui! Ach, ich hätte ihn auch theoretisch töten können. Was soll ich denn getan haben? Du hast Geld von Leuten genommen, die dir keinen Schilling schulden. Ja, ich und die Hälfte der Reichen in der ganzen Stadt. Wirst du die auch noch entführen? Vielleicht. Mal schauen. Aber mit dir fange ich an. Achso, ich sollte nicht mal halten. Ich sollte einfach nur drücken. Das reicht schon. So, erledigt. Ach, fahren muss ich jetzt auch noch. Ach so, na gut. Wenn das so ist. Ach so, deswegen ist das so weit. Ah, hallo. Was ist denn los hier mit denen? Die sehen euch da ab hier. Also, ich meine, hallo? Ich bleib stehen da. Nee, wir brauchen keinen Reflexschuss. Wir kriegen das schon so hin, danke. Jetzt sind wir auch noch Polizist. Polizist. Können wir eigentlich umkippen mit der... Ich vermute ja. Das probieren wir mal jetzt lieber nicht. Dann muss ich den Scheiß nochmal machen, habe ich keinen Bock drauf. So, hier. Erledigt. Wir können froh sein, dass er hinter Gittern ist. Danke. Okay. Und damit haben wir Whitechapel befreit, vermute ich. Und das ist gut. Oh. Bandenkrieg verfügt. Oh. Okay, das muss ich ja eigentlich mit Jacob spielen, weil der ist ja eher so der Typ, der auf sowas steht. Markieren uns. Ach nee, das ist ja Quatsch. Hätte ich mir gar nicht markieren brauchen. Nein. Oh nein. Warum geht die Schnellreise nicht? Ich möchte gerne Schnellreise machen. Lass mich eine Schnellreise machen, Spiel. Bitte. Ah, geht doch. Okay, und dann hauen wir diesem komischen Gaylock-Typen eins in die Fresse und dann ist das hier unser Revier, ja? So sieht's nämlich aus. Ich glaube, das mache ich mal mit Jacob, weil Jacob steht auf sowas. Der steht auf so einem harten Zeug. Zeugdreck. Deswegen ist das, glaube ich, gut, das mit ihm zu machen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, mach hin. Ja, die Ladezeiten. Ich hasse Ladezeiten. Ich hasse Ladezeiten aber auch im Grunde nur, weil man da warten muss. Oh, da haben wir... Ich glaube, da war was über Altair, oder? Oh, ich muss unbedingt lesen, was da immer steht. Weil... einfach so. Weil ich das möchte. Ja, ja, du. Wenn ich darüber komme, wirst du um Gnade winseln. Ja, ja, du bist bald weg vom Fenster, Bitch. So, jetzt wollen wir mal hier. Jetzt legen wir mal los, ne? Bandenkrieg. Oh. Kämpfen Sie gegen Rexford Gaylocks Gang und erobern Sie Whitechapel. Stockdolch. Adept. Ah, cool. Und die Zeit vergeht. Ah, da sind Sie ja. Der noch übrige Widerstand in Whitechapel kommt von Starricks Stellvertreter. Kaylock lässt sich nicht aus dem Gebiet vertreiben, außer durch einen Bandenkrieg. Selbst schuld. Hier. Ich bin sicher, Sie können besser damit umgehen als ich. Was soll das, Greenie? Assassinengeburtstag? Sammelt die Leute. Alle herkommen, ich gebe Bandenkrieg. Ich hoffe, das reicht. Weil sonst ist es viel zu stressig. Wenn Sie höhere Level erreichen,
können Sie bessere Waffen, Monturen und besseres Zubehör ausrüsten. Drücken Sie Start, um in das Inventar zu gelangen und bessere Ausrüstungsstücke zu kaufen und auszurüsten. Sie können Ausrüstungsstücke verbessern, um Ihren Statuswert zu verbessern und alles aus ihnen herauszuholen. Okay, was ist das hier? Novizen. Ach, so ein Schlagring. Okay. Das ist cool, das ist eher was für Eevee, glaube ich. Das ist noch gesperrt, schade. Elfenbeinkuh, das haben wir, ne? Aber was ersetzt das, ist die Frage. Was genau ersetzt das? Der Schlagring sieht irgendwie cool. Ach, der ist ausgerüstet. Okay, den hat er. Deswegen macht er wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Schaden, vermute ich. Den kann man herstellen. Level 4, okay. Liebkosung des Alten, alles klar. Boah, das Ding ist aber scheiße. Das ist das ja besser, aber das ist ganz schön teuer. Im Besitz rüsten wir einfach mal eben aus. Assassinenhandschuhe. Oh, ist wieder alles einzeln. Ach du Scheiße. Oh, holy fuck. Schusswaffen, ja gut, die sind mir jetzt eigentlich relativ egal, weil... Was ist das? Gürtel. Wozu ist der Gürtel gut? Novizengürtel. Wozu ist der gut? Treten Sie mit diesem dekorativen und funktionellen Gürtel der Familie bei. Hä? Warum? Okay. Kostet 500. Ja, komm, kaufen wir einfach. Ich weiß nicht wofür, aber wir kaufen ihn. Hier haben wir ein paar Monturen. Revolverheld-Umhang. Oh, das sieht eigentlich ganz cool aus. Geht. Naturburschen-Montur. Geht auch noch. Geheimer Gegenstand. Blackguard-Tracht sieht auch noch okay aus. Naja, wobei, die nicht so geil. Die sieht cool aus. Meistens kann man durchmalen. Ezio, da muss ich sagen, das sieht nur bei Ezio gut aus. Bei allen anderen sieht es irgendwie kacke aus. Die Edmund-Montur passt überhaupt nicht hier rein. Dr. Daniels Kleidung. Who the fuck is Dr. Daniel? What the... Nee. Je, das... das sieht doch gut aus. Ja, also... Toll. Oh, Farben können wir wieder ein bisschen ändern. Ich finde aber die Standardfarben ganz gut, aber ja. Gut. Ach, upgraden, genau. Upgraden können wir das ja auch verbessern. So 500 machen wir einfach mal. Okay. Mr. Rexford Kalock akzeptiert Ihre Bedingungen und erwartet Sie an der Whitechapel Station. Er hat seinen Zug auf den Kampf gesetzt. Ah, noch in alter Manier, der wird sich auch verabredet zu sowas. Und dann gibt's ordentlich eins ins Fressbrettchen. Kein Kalock. Oh. Ja! Ach, wir haben jetzt auch das Ding, okay. Na, verdammt. Nein, böse. Ich hätte mir vielleicht mal, wäre ganz gut gewesen, Medizin kaufen sollen, oder? Ach, da ist ja auch der Gaylock. Moment, haut er jetzt ab? Haut er jetzt echt ab? Warte! Ich komm. Warum bleibst du stehen? Bist du blöd? Was ist da hoch? Ach, Backen halten. Stimmt mich überhaupt nicht. Weil ich töte euch. So, hier, guck mal, du bist schon mal tot. Und du bist auch tot. Oh nein! Ich hätte fast nicht ausweichen können, oh mein Gott. Stech dich hier auf! Kinder, kommt. Ich werde dich gerne aufsetzen. Schnauze. Okay, der Kampf könnte cool werden, glaube ich. Der Kampf könnte ziemlich cool werden. Ach, guck mal, er kommt hier rüber. Ich denke, das wird easy. Okay, wow. Holy shit, das war aber schwer. Ist aber ein Zug. Das ist doch auch was. Ja gut, ich wollte schon immer mal einen Zug haben. Das ist eine tolle Sache. Wie ich finde, irgendwie. Bestimmt. Dip, 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 dip.
Kaylock ist tot! Whitechapel ist nicht länger in der Hand der Blighters! Jetzt habt ihr die Gelegenheit, euch uns anzuschließen! Wir begrüßen jeden, der sich gegen Starrick und seine Handlanger erhebt! Willkommen bei den Rooks. So ganz abgeneigt scheint sie jetzt aber auch nicht mehr zu sein. Oh, ihr Bastarde. Ich werfe mich lieber selbst vor den Zug, als Bertha noch eine Meile für diesen Dreckskerl zu fahren. Kaylock? Der ist schon abgefahren. Ach ja? Hat man da noch Töne? Und wer seid ihr zwei? Ich bin Evie Fry. Und mein Bruder Jacob Fry. Sehr erfreut. Ich bin Agnes McBean. Entzückend. Ich dachte schon, ich werde befördert. Und jetzt bin ich wohl arbeitslos. Dann arbeite doch für uns. Da scheißt doch einer die Wand an. Zahlt ihr mehr als Küchenabfälle? Ich denke, das schaffen wir gerade so. Dann präsentiere ich euch Agnes und Bertha, Lady und Lokomotive, zu euren Diensten. Ich bin dann im nächsten Wagen. Ein Versteck auf Schienen. Welch großartige Idee. Ja, es ist wirklich erstaunlich gut gelaufen. Schön. Dann verfolgen wir die Spur von... Jacob? Das ist wichtig. Ich werde nichts machen, bis das repariert ist. Vielleicht kenne ich jemanden, der Ihnen dabei helfen kann. Das dachte ich mir, Greenie. Alles klar. Hauptsache, die Waffe geht. Alles andere ist erstmal irrelevant. Und an dieser Stelle bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Wir müssen gleich mit Agnes reden. Das machen wir in der nächsten Folge. Und bis dahin, haut rein.